Ich finde diesen Satz so krass. Ich bin ehrlich gesagt stolz darauf, dass wir als Kultusministerin, was hat sie, die Nerven behalten haben? Und ehrlicherweise sind wir stolz darauf als Kultusminister, dass wir die Nerven behalten haben und trotz leerer Schulräume über 300.000 jungen Menschen diese allgemeine Hochschulreife zugänglich gemacht haben. Aber ich finde, wenn irgendjemand die Nerven behalten hat, dann seid es ja wohl ihr. Das Gespräch war einfach traurig. Sie hat sich noch ein bisschen so mit Lorbeeren geschmückt und so, obwohl sie gar keine verdient hat, aber... Knapp 3 Wochen ist es jetzt her, dass wir Manel bei ihrer Abi-Prüfung begleitet haben. Manel, Daumen sind gedrückt, du schaffst das. Alle Prüfungen sind durch, das heißt, die Spannung steigt. Wie ist es gelaufen? Das wird Manel mir gleich selbst erzählen. Ich bin mit ihr in Neukölln verabredet. Das alte Spiel, wir sind mit Manel verabredet. Sie kommt verlässlich 10 bis 15 Minuten zu spät. Akademisches Viertel quasi, hat sie schon drauf, kann sie direkt anfangen zu studieren. Manel will VWL studieren und Diplomatin werden. Dafür braucht schon einen sehr guten Abischnitt. Ob es dafür reicht? Vor einer Woche wollte ich von ihr wissen, wie die letzte Prüfung lief. Mathe. Ich habe sie gefragt und sie hat mir vor ein paar Tagen das hier geschickt. Ja, ich hatte meine mündliche Prüfung gestern. Ich glaube, es war die schlechteste Prüfung, die ich hatte. Die ist sehr, sehr schlecht gelaufen. Und dann habe ich auf dem PC gesehen, dass ich irgendwo 3 Punkte und irgendwo 6 Punkte und irgendwo 7 Punkte habe. Also ich weiß nicht, ob es meine Noten waren, aber das sah ganz danach aus. Deswegen ich zweifle gerade dran, ob ich mein Abi habe. I really don't know. Ups, klingt jetzt nicht so gut. Abi auf dem letzten Meter doch noch verhauen? Da kommt sie. Hallo. Sollen wir uns darüber setzen? Manel, ja. Spann mich mal bitte nicht weiter auf die Folter. Wie ist jetzt gelaufen? Ich hatte ein bisschen Schiss nach deiner Sprachnachricht. Ich hatte auch die ganze Zeit Schiss, weil ich weiß noch, ich hatte es gesehen, ich war danach richtig traurig. Ich habe mit einem Lehrer geredet, er meinte, nein, Manel, das ist bestimmt voll gut gemacht und so. Bei ihrem Vortrag für die Sportprüfung waren wir ja dabei. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ja so 2 Nächte vor meiner Prüfung, habe ich einfach meine Präsentation gelöscht. Also ich habe in Deutsch habe ich 10 Punkte bekommen. 10? Ja, also nur 2 Minus. In Geo auch. In PW habe ich 8 Punkte bekommen. In Mathe habe ich 12. 12 mündlich in Mathe? Ja, und in meiner 5. PK habe ich 11 bekommen. Ach cool. Ja. Also es ist richtig gut gelaufen. Ja. Das heißt, du hast jetzt was für einen Schnitt? Ich habe jetzt einen 2-1er-Schnitt. 2-1? Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, ich bin stolz auf mich. Ja. Ihre Freundin Amira, die wir in der vorigen Folge kennengelernt haben, bekommt jetzt in diesem Moment ihre Ergebnisse. Wir rufen sie gleich mal an, aber vorher möchte ich eigentlich von dir wissen, wie du das Gespräch mit der Politikerin fandst. Wir haben ja die ranghöchste Bildungspolitikerin konfrontiert, Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Wie kommt das, was Britta Ernst mir erzählt hat, bei denen an, die es betrifft, den Schülerinnen? Viel zurückgespiegelt bekommen. Wir fühlen uns nicht gehört von der Bildungspolitik. Wir haben nicht das Gefühl, dass Bildung hier gerade eine Priorität hat in der Corona-Politik. Jeder Tag, wo Schule nicht stattfinden, ist nicht gut. Das muss man nicht beschönigen. Ich hätte mir gewünscht, dass Deutschland in der Digitalisierung 5 bis 8 Jahre früher begonnen hätte. Dann wären wir leichter auch für Kinder und Jugendliche durch die Pandemie gekommen. Aber das sind Versäumnisse, die wir eben vor vielen Jahren schon falsch eingeschätzt haben. Einsicht, der erste Schritt zur Besserung auf jeden Fall. Aber ich meine, Digitalisierung ist schon so immer ein Ziel der EU und Deutschlands gewesen, aber bis heute hat sich nichts geändert. Es gibt so immer Politikerantworten. Also Politiker antworten immer nicht so auf die Frage direkt, sondern die reden immer so drumherum und sie hat es auch gemacht. Ich hatte gesagt, können Sie bis zum Punkt kommen, meine Frage beantworten? Weil ihr habt es einfach schlecht gemacht so. Es ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Nächstes Mal nehme ich Manel mit und dann macht sie das Interview. Ja. Manel ruft ihre Freundin Amira an. Die müsste jetzt ihre Ergebnisse wissen. Und ihr hat die Homeschooling-Phase richtig zu schaffen gemacht. Ich habe mich einfach nicht abgeholt gefühlt und ich habe mich wirklich richtig alleine gefühlt, weil es halt bei mir im Umfeld irgendwie niemanden gab, der das auch hatte. Und dann habe ich halt irgendwie auch den Draht zu meinen Freunden verloren und mich halt komplett zurückgezogen, weil ich wirklich überfordert war, weil ich halt so extrem hohe Erwartungen an mich selbst hab und hatte, was Schule angeht. Für Amira hängt ihr Lebenstraum vom Abischnitt ab. Nö. Vielleicht weiß sie, vielleicht ist sie noch in der Ergebnisverkündung. Guten Tag, Sie sind... Ja. Mailbox. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Ich suche gerade Arbeit. Ja,
weil ich kann nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Mir wird langweilig und habe mich auch schon für ein paar Studiengänge beworben, also für VWL. Und was ist mit dem Abiball? Jetzt, wo die Zahlen, die Inzidenzen runtergehen, gab es da vielleicht doch noch mal irgendwie, gibt es da Hoffnung? Ja. Ja? Also die Eltern haben einen Abiball organisiert. Also es ist zwar nicht die gleiche Location wie Amira, ruft an. Hallo Amira. Hi. Und? Hallo Amira, wir sind auch dabei. Hi Steffi. Hallo. Wie geht's? Ganz okay. Warum ganz okay? Ja, ich dachte natürlich, es kommt ein bisschen besser als erwartet, aber es ist okay. Ich kann damit leben. Aber ich gehe in eine Nachprüfung auf jeden Fall. Warum? Könntest du dann den besseren Schnitt rausholen, wenn du reingehst? Ich brauche einen Punkt in der Nachprüfung besser. Mhm. Und dann hätte ich 1,4 anstatt von 1,5. 1,5? Das ist doch Bombe. Richtig, richtig gut. Ich bin stolz auf dich. Du brauchst halt den 1,4er-Schnitt wegen Medizinstudium, oder? Ja, ich brauch einen Schnitt, der so gut wie möglich ist. Aber ich nehme ja jetzt auch erstmal ein Jahr Zeit, mache erstmal ein FSJ im Krankenhaus. Mein Plan war eigentlich immer direkt nach der Schule zu studieren, aber jetzt zu studieren nach ganzen Corona-Semestern und dafür habe ich ehrlich gesagt nicht die Kraft. Corona hat Amiras Zukunftspläne jedenfalls ordentlich auf den Kopf gestellt. Ciao Amira, alles Gute. Viel Glück für die Nachprüfung. Ciao, liebe Grüße. Wenn eins klar geworden ist im vergangenen Jahr, dann das. Wir haben extrem große Baustellen im Bildungssystem. Und das auch ohne Pandemie. Guck mal, hier steht, Schule muss anders. So sieht es nämlich aus. Also, Abi 2021 ist durch. Aber was nicht durch ist, ist die Pandemie. Und was auch nicht durch ist, ist, dass alles, was jetzt die letzten anderthalb Jahre auf der Strecke geblieben ist, ja, egal für Grundschüler, Berufsschüler, Leute, die Realschule oder Hauptschule machen, all das muss irgendwie aufgeholt und abgefangen werden, damit sich das jetzt nicht immer weiter mit auf den Bildungsweg schleppt. Frage ich mich, wenn ich jetzt in die Schublade von Britta Ernst gucke oder von irgendeinem anderen Bildungspolitiker hier in diesem Land, ob da schon Pläne drin liegen, wie man das eigentlich schaffen will. Besser wär's. Was denken ihr? Was würdet ihr anders machen als Britta Ernst? Und kommentiert, abonniert den Kanal. Ich hab euch lieb. Hab euch lieb.